zur Forschung und Entwicklung ist eine eigene Abteilung im Unternehmen. Mittlerweile sind wir 8 Leute. Wir sind tätig im Bereich von der Medizin, Physik, also Physiker. Wir sind zu den Produktentwicklern, Produktspezialisten und können dort das gesamte Feld, das für uns und für unsere Kunden wichtig ist, abdecken. Die Ideen, das ist weit gefächert. Das heißt, natürlich ist auch die Forschung und Entwicklung angehalten, sich Gedanken zu machen, wo soll die Reise in Zukunft hingehen. Aber noch viel wichtiger ist einfach, dass Inputs vom Kunden kommen, vom Markt und vom Vertrieb kommen. Das heißt, es ist immer ein Wechselspiel zwischen diesen Partnern, wo man dann entscheidet, welche Produkte wir entwickeln. Wenn es die Entscheidung mal dann gibt, dann ist es nur dann wieder unsere Aufgabe, das Produkt zu definieren, in einen technischen Rahmen zu bringen, um es dann entsprechend mehr strukturiert entwickeln zu können, bis es einfach dann wirklich eine Serienreife erlangt und auf den Markt gelangen kann.